this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute, am 30. Juli immer noch, eine Viertelstunde nach dem Abschluss des letzten Videos zu diesem Thema, nämlich die Lesung des ins Deutsch übersetzten Buches Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, im zweiten Kapitel Die Jesuiten und die Protokolle der Weisen von Zion, haben wir uns nach einer Viertelstunde wieder eingefunden, um doch weiterzumachen, weil das der Teil hier vor hat zwar eine Stunde erreicht, aber ich habe mich da jetzt gerade so gut reingearbeitet, dass ich gerne den Rest des Abends nutzen möchte und das Thema heute zum Abschluss bringen und da sich Viktor bereit erklärt hat, auch noch daran teilzunehmen heute Abend und mich weiterhin zu begleiten, weil es ist jetzt schon 8:45 und wird wohl noch ein bisschen dauern, haben wir gesagt, wir machen das jetzt zusammen fertig und von daher möchte ich Viktor auch gerne wieder begrüßen, der hier an dieser Sendung teilnimmt. Schönen guten Abend, Viktor. Und alles noch in Ordnung, nehme ich an, wie vorhin? Ja, moin. Alles noch gut bei mir. Ja, ich freue mich, wieder dabei zu sein und wird sicherlich jetzt nochmal sehr interessant. Also für viele, die jetzt die letzten Lesungen verfolgt haben zum Kapitel 2, ja, werden wir jetzt, glaube ich, nochmal jetzt einen gewissen Höhepunkt erreichen. Also ja, hört gut zu und von meiner Seite geht es dann los. Verrückt, ne? In Englisch habe ich nicht mal eine Stunde gebraucht für dieses Thema und in Deutsch fangen wir jetzt die 5. Stunde bereits an mit diesem Thema hier und das zu lesen. Ich weiß auch nicht, ob es eine Stunde dauern wird, spielt auch keine Rolle. Wir werden anfangen hier zu lesen, wo wir gerade eben aufgehört hatten, hier unten, dass wir jetzt einen Blick auf Ägypten werfen, nachdem der Autor vorher gesagt hat, dass das jüdische Volk zwar versagt hat, ich muss mal eben das Bild hier verändern, warte mal, nehme ich das hier, dass das jüdische Volk zwar versagt hatte, denn Christus als Erlöser und Messias zu erkennen, als er kam, denn die meisten von ihnen lehnten ihn ab und sie kreuzigten ihn. Und trotz der Tatsache, dass das jüdische Volk Phasen von großem Leid erlebte, hat Gott sie auch gesegnet und ihnen erlaubt, nicht nur zu überleben, sondern als Volk und Israel, als eine Nation zu gedeihen. Ich hatte ja eben gerade angeholt, dass die Nation Israel, die besteht aus 12 verschiedenen Völkern, wovon Juda eins ist, von Gott vorhergesehen war, um ein Licht in dieser Welt zu sein, nämlich ein Licht in dieser dunklen Welt. Außerhalb der Nation Israels gab es nur Heiden auf der Welt. Ja? Die Philister und was weiß ich nicht noch, welche Annahmen diese ganzen Völker alle hatten, da sind andere viel belesener, um das alles zu wissen, das waren alles Heiden. Die einzigen wirklichen Gottgläubigen waren damals nur in der Nation Israel. Und dieser Staat sollte ein Licht für die ganze Welt werden. Stattdessen werfen wir jetzt einen Blick auf Ägypten und lernen, dass in den glorreichen Tagen des alten Ägyptens wurde dieses Land von der Welt beneidet. Die Ägypter. Warum? Sie hatten unermesslichen Reichtum, sie hatten eine sehr große militärische Macht, Landwirtschaft und Architektur war unerreicht. Ägypten ist, obwohl es einen Friedensvertrag mit dem modernen, wiederbelebten Staat Israel unterzeichnet hat, immer noch eine anti-israelische und rückständige Nation, basierend auf Touristen, die die Ruinen ihrer alten Geschichte betrachten. Ja, das ist mit vielen muslimischen Staaten so. Die bringen nicht besonders viel fort. Es hat zum Beispiel noch niemals ein Muslime irgendeinen Nobelpreis gewonnen. Nicht, dass ich jetzt persönlich ein Fan von Nobelpreisen bin, aber es zeigt, wie teilweise diese Länder eben noch in einer, ich sag mal, anderen Welt leben in der Hinsicht. Eine rückständige Nation, was Ägypten heute immer noch ist, die nur davon leben können, dass Touristen sich ihre alte Geschichte angucken. Wenn es die Pyramiden nicht gäbe, dann wäre Ägypten wahrscheinlich noch ein viel ärmeres Land, als es das heute immer noch ist. Also anstatt dass Israel ein Licht für die Nationen wurde und Israel von der Welt beneidet wurde, wurde Ägypten von der Welt beneidet für ihren Reichtum, ihre militärische Macht, Landwirtschaft und Architektur, die unerreichbar waren. Juden litten unter dem Babylonischen Reich. Die Juden litten unter Alexander dem Großen, also dem griechischen Reich. Und die Juden litten und leiden unter Rom. Jedes dieser Reiche zerbröckelte. Ungefähr 6 Millionen Juden starben durch Hitlers Holocaust. Ja, jetzt habe ich mir hier die Zahl der 6 Millionen angestrichen,
Und jetzt kommt ein Teil, den ihr wahrscheinlich sehr interessant finden werdet. Ich habe mir hier als Text eingeblendet Bild hier zeigen. Welches Bild denn über 6 Millionen? Es gibt verschiedene Videos auf dem Internet und da habe ich das Bild jetzt mal hier. Das können wir uns dann mal ganz groß angucken. Das ist ein Foto, das ich genommen habe bei 1 Minute 44 aus einem 11 Minuten 13 dauernden Video. Und das Video heißt 6 Millionen, The New York Times 1919. Wir haben gerade eben in dem Text gelesen, ungefähr 6 Millionen Juden starben durch Hitlers Holocaust. Und hier finden wir eine Veröffentlichung in der New York Times von 1919, in der wir hier lesen: Mass meeting hears that 127,000 Jews have been killed and 6 million are in peril. Das heißt auf Deutsch: Massentreffen haben verlauten lassen, dass 127,000 Juden getötet wurden und 6 Millionen in Gefahr sind. Das erschien in einer Zeitung 1919, New York Times. Es gab verschiedene Zeiten, die in der Zeit zwischen 1918 und 1938 diese Zahl von 6 Millionen Juden erwähnt haben. Komischerweise ist das eine ganze Weile vor dem Holocaust. Also hat diese 6 Millionen Ziffer eine ganz besondere Bedeutung. Welche Bedeutung das hat, da will ich gar nicht mal weiter drauf eingehen. Das weiß ich auch nicht, das interessiert mich auch nicht. Mir geht es nicht um die 6 Millionen. Mir geht es darum, dass hier bereits vor dem Ausbruch, also weit vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, weit vor der Machtergreifung Adolf Hitlers, bereits in internationalen Zeitungen eine Zahl veröffentlicht wurde von 6 Millionen toten Juden oder Juden, die in Gefahr sind zu der Zeit, wo man das ja eigentlich noch gar nicht wissen konnte, wenn man den Holocaust erst nach 1945 wirklich entdeckt hat. Da liegt ja nur eine ganze Zeitspanne dazwischen. Der Punkt ist, und da will ich eigentlich drauf hinaus, die Frage ist, warum werden hier 6 Millionen Juden in Gefahr erwähnt? Ja? Und da möchte ich mal kurz hinweisen auf ein Video, das ich gemacht habe, oder drei Videos, die ich gemacht habe, die heißen Der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Das seht ihr hier im Bild. Da gibt es hier den ersten Teil, 15.500 Mal angeschaut, den zweiten Teil, 7.000 Mal ungefähr, 6.700 Mal und den letzten Teil, 4.500 Mal angeschaut bis jetzt. Könnt ihr euch gerne anschauen, findet ihr auf meinem Kanal. Müsst ihr nur den Kanal durchsuchen hier, da kann man hier ein Suchwort eingeben und dann gebt ihr hier ein, zum Beispiel, ich habe das gemacht, Betrug, und dann drückt ihr auf Enter und dann kriegt ihr die Resultate, die hier auf der Seite erscheinen. Ja? Und da sind ganz oben drauf die drei Videos, die das Wort Betrug in ihrem Titel tragen. Das ist ganz, ganz wichtig für das Verständnis. Also, wenn wir jetzt nochmal eben zurückgehen. Die Juden litten unter dem Babylonischen Reich, das wissen wir, weil Babylon hat sie in 538 vor Christus gefangen genommen. Daniel hat darüber geschrieben, sein ganzes Buch, das ganze Buch Daniel spielt sich ab während der babylonischen Gefangenschaft der Juden. Dann wurden sie abgelöst von dem Medo-Persischen Reich, darunter wurden die Juden nicht verfolgt, im Gegenteil, da bekamen sie sogar die Gelegenheit, ihren Staat wieder aufzubauen. Dann wurden sie verfolgt unter dem Griechen Alexander dem Großen und dann wurden sie verfolgt unter Rom. Und zwar dem päpstlichen Rom, dem heidnischen Rom erst und dem päpstlichen Rom danach. Dem päpstlichen Rom auch heute noch. Jetzt hatten wir gelernt, im Anlauf an die Geschichte, die ich jetzt erzähle, hatten wir gelernt, dass zum Beispiel in Frankreich mit der Dreyfus-Affäre und mit der, was wir im nächsten Kapitel lesen werden, der merkwürdigen Geschichte des Leo Taxil, bereits in Frankreich und dadurch auch ausbreitend nach Deutschland, weil Deutschland war auch beeinflusst von der Dreyfus-Affäre, wie ihr euch erinnern könnt, Antisemitismus bereits breit gemacht wurde. Und es wurde auch davon ausgegangen, dass es eine Notwendigkeit gibt, um den Juden einen eigenen Staat zu geben. Und dieser eigene Staat wurde dann natürlich erst 1948 gegründet. Das Problem ist, dass dieser moderne Staat von Israel, wie wir ihn heute kennen, nicht in der Bibel drinsteht, sondern er ist das Resultat dessen, dass die ganze Welt der Lüge eines zukünftigen Antichristen folgt und die Lüge glaubt, weil in
Kapitel 9, Verse 24 bis 27 des Buches von Daniel, wie wir hier lesen können, das so erklärt wird, als ob zwischen der 69. Woche und der 70. Woche eine 2000 Jahre lange oder längere, sind ja inzwischen schon fast 2000 Jahre vergangen, ein Loch gibt dazwischen. Und das ist biblisch überhaupt nicht belegt. Jesus Christus war die Erfüllung der 70. Jahrwoche. Und da gibt es verschiedene Bibelzitate zu, unter anderem in Matthäus, wo Jesus Christus selbst sagt, wenn ihr die Übertretung stehen seht, da und da, wie der Prophet Daniel gesagt hat. Das ist Matthäus 24, Vers 15 und 16, wenn ich mich richtig erinnere. Und an einer anderen Stelle wird Jesus Christus gefragt von einem seiner Jünger, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der gegen mich gesündigt hat, vergeben? Siebenmal? Und Jesus sagt, nicht siebenmal, aber siebenmal siebzigmal. Warum siebenmal siebzigmal? Na, dann lesen wir doch mal eben Daniel Kapitel 9 ab Vers 23. Da steht, das ist der Erzengel Gabriel, der hier mit Daniel spricht, nachdem Daniel ein Gebet gemacht hat in den ersten Versen dieses Kapitels. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, es dir zu verkünden. Denn du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht, also die Vision. Über dein Volk, also die Juden, und über deine heilige Stadt, Jerusalem, sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiedergebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören, und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, festbeschlossene Verwüstungen. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die festbeschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Wenn ich jetzt in Detail diese paar Verse von Daniel mit euch bespreche, dann komme ich wieder mit einer Stunde nicht hin, und dann haben wir immer noch dieses Kapitel nicht abgeschlossen. Also steht mir bitte zu, dass ich das ein wenig verkürzt jetzt machen werde. Wenn wir Daniel Kapitel 9 hier verstehen wollen, ich habe nebenbei auch noch meine King James auf, weil in der steht das viel besser erklärt, aber da muss ich es ja wieder übersetzen. Gehen wir mal eben aus über Vers 24. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Eine Woche besteht aus 7 Tagen. 70 Wochen mal 7 Tage ist genau das, was Jesus Christus beantwortet hat. So lange musst du ihm vergeben. Damit gibt Jesus Christus ganz deutlich zu verstehen, dass er die 70. Woche ist, weil dann ist es vorbei mit der Vergebung. Ja, deswegen steht hier, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun und die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Jesus Christus ist doch die ewige Gerechtigkeit, oder nicht? Wenn wir ihn haben, dann werden wir gerechtfertigt vor unserem Vater im Himmel. Um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Christus heißt der Gesalbte, ja? So wisse nun und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zum Gesalbten, also Christus, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Wer zählen kann, der zählt 7 und 62 zusammen und kommt auf das Resultat von 69. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit, weil die Juden mussten damals Jerusalem immer wieder gegen anfallende Völker verteidigen. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden.
Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben. Fest beschlossene Verwüstung. Vers 26. Nun, ich kann's nicht helfen, aber in Vers 26 in der König James liest sich das: And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. Also, nach 62 Wochen wird der Messias abgeschnitten werden, aber nicht für sich selbst. Ja, deswegen mag ich hier die deutsche Übersetzung nicht. Hier steht in der deutschen Übersetzung, wo steht das denn hier? Wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. So steht das hier. Was heißt das denn? Ihm wird nichts zuteil werden. Ist das die Übersetzung aus dem Englischen, aber nicht für ihn selber, but not for himself? Für wen ist Jesus Christus denn gestorben? Für sich selber oder für uns? Er war derjenige, der sündenfrei war und er ist für alle Sünder gestorben, also für uns. Ich persönlich finde die Übersetzung hier aus der Schlachter 2000 mal nichts. Deswegen ist das auch so schwierig, den meisten Leuten das zu erklären. Man muss wirklich die König-James-Bibel hier beinehmen und dann versteht man, also nach 62 Wochen, den 7 Wochen vorausgingen, 69 Wochen, also in der nächsten Woche, das ist die 70. Woche, in der Woche wird der Gesalbte ausgerottet werden, ja, weil er ging ans Kreuz. Aber er ging nicht für ihn, für sich selber ans Kreuz, sondern er ging für die ganze Menschheit ans Kreuz. Ja? Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Hier spricht man über das Volk, das kommen wird, des zukünftigen Fürsten, das die Stadt zerstören wird. Das ist die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus, ja? Wo Titus gekommen ist. Und den Triumphbogen von Titus finden wir heute noch in Rom. Könnt ihr euch raussuchen. Im Internet könnt ihr auch nach Rom fahren, könnt ihr euch anschauen. Da steht so ein Triumphbogen, wie man den von Frankreich kennt, da vom Champs-Élysées. Habt ihr ja vielleicht gesehen. Jetzt Tour de France haben ja wahrscheinlich viele geguckt, diesen Quatsch. Da sieht man ja diesen Arc de Triomphe, diesen Triumphbogen in Frankreich. Und diesen, es gibt auch einen Triumphbogen in Rom, in dem eingraviert ist, wie damals Titus, der Sohn des römischen Kaisers, 70 nach Christus, alles aus Jerusalem rausgestohlen hat. Ja? Und dann heißt es hier weiter, die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der strömenden Flut. Ja, das ist also ein Krieg, der darüber ging und Jerusalem bis auf die Grundmauern zerstört hat. Jesus Christus hat ja selbst gesagt, der Tempel wird niedergerissen und es wird kein Stein auf dem anderen stehen bleiben, aber ich werde den Tempel in 3 Tagen wieder aufbauen. Da sprach er davon, dass Gott nicht mehr in Tempeln aus Menschenhänden gebaut verbleibt, sondern dass wir, unser Körper, der Tempel Gottes ist. Aber er sprach bei der Zerstörung von dem Tempel, der in Jerusalem noch war. Da sagten die Juden ja noch, wir haben 49 Jahre oder was gebraucht, um den aufzubauen. Und du baust ihn in 3 Tagen wieder auf? Was erzählst du hier für ein Quatsch? Ja, weil sie ihn nicht verstanden haben. Ja? Also, und sie geht unter der überströmenden Flut. Bis ans Ende wird es Krieg geben. Ja, seitdem gibt es doch immer Krieg auf dieser Welt. Ja? Wie an einer anderen Stelle im Evangelium ja auch heißt, ihr werdet hören von Krieg und von Gerüchten von Kriegen und so weiter. Fest beschlossene Verwüstungen. Und er wird mit vielen einen festen Bund schließen, 1 Woche lang. So, das ist die 70. Woche von Daniel, komplett erfüllt durch Jesus Christus. Und wir sehen das im Evangelium von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Jeweils am Ende des Evangeliums ist der erste Teil der Woche vorbei und Jesus Christus wird gekreuzigt, wie es hier bereits steht, nach den 62 Wochen, das 69 in total sind, weil es gehen ja 7 vorab, wird der Gesalbte ausgerottet werden. Er ist ans Kreuz gegangen, um für uns zu sterben und er wird in der Mitte der Woche Speis- und Schlachtopfer aufhören lassen. Wenn ihr die Bibel gelesen habt, und wenn nicht, dann tut es mal, als Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde und als er starb, in dem Augenblick, als er den Geist aufgab, da gab es nicht nur ein Erdbeben, sondern da ist sogar der Vorhang
im Tempel von oben nach unten eingerissen. Der Vorhang, der das Heilige von dem Allerheiligsten getrennt hat. Dieser Vorhang ist von oben nach unten eingerissen. Und zwar nicht durch Menschenhand, sondern das war Gott, der dafür gesorgt hat. Ich hatte da mal ein Bild von. Hier. Ich hatte da mal ein Bild von. Hier ist das Bild. Das ist der Tempel. Und hier seht ihr den Vorhang von oben nach unten eingerissen. Das Licht hier soll wohl die Kraft Gottes darstellen, die das macht. Als Jesus Christus den Geist aufgab, das steht so in der Bibel, ist der Vorhang von oben nach unten eingerissen gewesen und hat das Heiligste freigegeben, so dass keine Opfer mehr stattfinden konnten in dem Tempel. Ja, genau das, was wir vorher hier in Daniel bereits gelesen hatten. Nämlich, dass er Mitte der Woche Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen wird, weil Jesus war das perfekte Opfer. Ja? Jesus war das perfekte Lamm. Sein Opfer hat ein für alle Mal ein Ende an die Opferzeit in Juda gebracht, hat ein Ende gebracht an die Zeit der Leviten, des Priesterordens, weil wir sind alle Priester nach dem Neuen Testament, diejenigen, die an Jesus Christus glauben und nach der Bibel und seinem Gesetz leben. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Ja, wie zum Beispiel heute in der römisch-katholischen Kirche die Monstranz. Ja, mal eben hier sehen, ich habe da ein Bild auch von. Ja, die Monstranz auf dem Altar. Für diejenigen, die das nicht kennen, was ist denn das? Das ist dieses Sonnensymbol, wo in der Mitte ein Stückchen Brot drin ist. Und dieses Brot wird mittels in der römisch-katholischen Kirche den Hokuspokus-Worten hoc est corpus enim meum verwandelt in in die Seele, das Fleisch, das Blut und den Körper und die Göttlichkeit und Menschlichkeit Jesu Christi. Wenn der römisch-katholische Priester die Worte spricht, hoc est corpus enim meum, dann befiehlt er Jesus Christus aus dem Himmel heraus in dieses Brot und durch diese Transsubstantiation wird Jesus Christus immer und immer wieder geopfert, weil die römisch-katholische Kirche dieses als ein Sakrament anschaut. Und was ist ein Sakrament? Deswegen wehre ich mich ja immer so gegen den Gebrauch dieses Wortes. Ich habe da heute noch ein Favoriten hier zugefügt, mal eben gucken, recent angemerkt, Sakrament, Wikipedia, da lesen wir, dass man im Sakrament im Christentum, ja, also im römischen Katholizismus, einen Ritus bezeichnet, als sichtbares Zeichen bzw. als sichtbare Handlung eine unsichtbare Wirklichkeit Gottes vergegenwärtigt und ihr teilhaben lässt und so weiter und so weiter. Geschichte des Sakraments könnt ihr ja mal durchlesen. Es läuft darauf hinaus, dass es in der römisch-katholischen Kirche hat der Begriff Sakrament, ja, wie wir hier lesen, mehrere Bedeutungen. Im engeren Sinne bezeichnet er die Einzelsakramente. In einem weiteren, diesen übergeordneten Sinn, bedeutet er jede Art von Begegnung mit Gott und Mensch, die immer sakramental vermittelt ist. Und in den Sakramenten wirkt Jesus Christus selbst und handelt durch seine Kirche, sodass das Zweite Vatikanische Konzil auch die Kirche als Ganzes analogerweise und so weiter und so weiter. Also könnt ihr ja mal selbst durchlesen, diesen Quatsch. Sakramente ist nichts, was in der Bibel vermeldet steht. Und hier unten sehen wir dann auch, wie evangelische Kirchen die Sakramente behandeln, wie freie Kirchen die Sakramenten behandeln, evangelisch-reformt, evangelische Freikirchen, neuapostolische Kirchen und so weiter und so weiter. Das ist eine pure römisch-katholische Tradition. Und Jesus Christus hat ja schon die Tradition von den Juden damals angeklagt und hat gesagt, ihr mit eurer Tradition haltet die Menschen davon ab, dass sie in den Himmel kommen können. Weil ihr könnt nicht in den Himmel kommen und deswegen haltet die andere da auch noch von ab. Weil ihr stellt die Tradition über das Wort Gottes. Okay? Aber zurück zu Daniel. Er wird mit vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, weil als er am Kreuz gestorben war und er das perfekte Lamm war, das Passover-Lamm, da hat er dafür gesorgt, dass es keinen Tempeldienst mehr gibt. Ja, jetzt habe ich das
mit dem Vorhang schon weggenommen, das Bild, aber ihr erinnert euch ja noch, das Bild hatten wir ja gerade eben gesehen. Mal sehen. Ne, findet er hier nicht mehr. Ist auch wurscht. Hatte ich ja eingegeben mit dem Tempel hier. Gucken wir uns das Bild nochmal eben an. Dass eben in dem Augenblick, als Jesus Christus den Geist aufgegeben hat, der Vorhang im Tempel von oben nach unten eingerissen wurde und von daher es nicht mehr möglich war, um weitere Opfer in diesen Tempel zu geben oder zu machen. Hier haben wir das Bild nochmal. Und damit hat sich also Daniels Prophezeiung komplett erfüllt. Das ist jetzt eine Kurzversion, ganz ehrlich, was ich jetzt hier sage. Wenn ihr davon die längere Version hören wollt, dann schaut euch diese drei Videos an. Ihr seht, der erste Teil ist eine Stunde, der zweite eine Stunde fünf und der dritte eine Stunde zwölf lang. Ja? Das sind über drei Stunden, in denen ich explizit auf diesen Teil eingehe. Der Punkt ist, mit der futuristischen Lehre, der Zukunftslehre des Antichristen, die wir 1591 in diese Welt eingeführt sahen durch den Jesuiten Francisco Ribera, wird das Scheinwerferlicht von der römisch-katholischen Kirche weg in die Zukunft genommen. Mit anderen Worten, alle Reformer waren sich in einem Punkt einig, nämlich darin, dass das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Und genau dieses Scheinwerferlicht wird von der römisch-katholischen Kirche genommen, dadurch, dass man hier Daniels 70. Woche abtrennt von den 69 Wochen davor und in der Zukunftslehre davon spricht, dass es hier über einen Fürsten geht, über den Antichristen. Aber das ganze Kapitel spricht niemals von irgendeinem Antichristen, es spricht von Jesus Christus. Da gehe ich deutlich in diesen drei Sendungen drauf ein. Wie gesagt, schaut euch das an. Es würde den Rahmen dieser Sendung heute absolut sprengen, um das zu tun. Aber jetzt der wichtige Punkt. Der Punkt, auf den es im Grunde die ganze Zeit schon hinauskommt. Den ich die ganze Zeit schon machen will. Mal eben sehen, muss mal eben Luft holen, muss mich mal eben beruhigen, sonst weiß ich nicht mehr, wie ich jetzt genau weitermache. Trink mal kurz einen Schluck. Also, der Punkt ist doch der folgende. Daniels 70. Woche wurde von Jesus Christus 100% erfüllt. Aber in dieser Welt wird gelehrt, dass die 70. Woche noch Zukunft ist. Wenn die 70. Woche noch Zukunft ist, dann ist es absolut notwendig, um einen Staat Israel zu haben und in diesem Staat Israel einen Tempel zu haben und in diesem Tempel Opfer passieren zu lassen, weil sonst könnte ja das nicht in Erfüllung gehen, was in Daniel 9,26 steht. Wo hier steht, Mensch nochmal, ich finde das in dieser blöden Bibel immer so wenig hier. In der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Das, was Jesus Christus damals gemacht hat, vor 2000 Jahren. Dafür muss man ja heute sorgen, dass es einen Staat Israel gibt. Der ist aber nicht biblisch, weil die Woche von Daniel, die 70. Woche von Daniel, bereits komplett erfüllt wurde. Aber wir leben ja in einem jesuitischen Theater. Und für die römisch-katholische Kirche ist es absolut notwendig, lebensnotwendig, dass es einen israelischen Staat gibt, in dem ein Tempel ist, in dem Schlacht- und Speisopfer stattfinden. Weil nur dann kann man jemanden präsentieren, der in der Mitte der Woche, wenn ein Friedensvertrag geschlossen wird, für 7 Jahren, dass in der Mitte dann die Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen und euch dann ein Antichrist präsentiert wird, wo die römisch-katholische Kirche da schon die ganze Zeit ist. So wichtig ist für die römisch-katholische Kirche die Existenz des Staates Israels. Es ist absolut überlebensnotwendig, die ganze Geschichte dieses Theaters einer erneuten 70. Woche von Daniel, einer falschen 70. Woche von Daniel, hängt davon ab, dass es einen Staat von Israel gibt. So, jetzt ist aber der Fakt so, die Juden hatten in Deutschland wunderbar gelebt. Wir hatten ja gelesen, dass sie in Frankreich sehr gut gelebt hatten. In Deutschland haben sie das auch. Sie haben sich wunderbar integriert, sie hatten toll gehende Geschäfte, denen ging es gut. Jetzt hat man aber versucht, diesen Antisemitismus in Deutschland zu starten
und auch in Frankreich. Und man hat auch mit diesen internationalen, also das war ja in Amerika vor allen Dingen, New York Times und sowas, mit diesen Zeitungsartikeln versucht, bereits zu schüren von, da kommt eine große Verfolgung der Juden. Und was macht man, wenn man verfolgt wird? Man probiert sich auf einen Ort zu begeben, in dem man sich in Sicherheit wägen kann. Dann kommen wir zu der Balfour-Erklärung von 1917. Kommen wir gleich in den Titel hier in den Text auch noch dazu. Und durch diese Balfour-Erklärung wurde bereits sichergestellt, dass die Engländer dafür sorgen, dass es in Palästina einen Staat gibt, der die Juden beherbergen soll. Dass sie dieser Gefahr, von der wir hier komischerweise 1919 in der New York Times schon lesen können, dass sie dieser Gefahr entrinnen können. Nun ist es aber so, dass es eine verdammt große Menge von Juden gibt, die die Bibel sehr, sehr gut verstehen, zumindest das Alte Testament, das Neue lehnen sie ab, aber die das Alte Testament sehr, sehr gut verstehen und die gesagt haben, wir gehen nur nach Palästina, wenn Gott uns mit seiner rechten Hand führt, wie er uns damals aus Ägypten in das gelobte Land geführt hat und nicht anders. Und diese Juden, die diese Meinung vertreten hatten, was musste man denn wohl mit denen machen? Die musste man genauso entsorgen, wie man Guggenheim, Astor und den anderen von der, jetzt komme ich auf den dritten Namen da nicht mehr, von der Titanic damals, wo man die Titanic hat versenken müssen, weil diese drei Leute gegen die Aufrichtung der Federal Reserve Bank waren. Da haben sie halt gesagt, da müssen wir eben dafür sorgen, dass die Juden verfolgt werden und dass durch diese Verfolgung sie eben doch nach Palästina gehen und da diesen Staat von Israel gründen, weil ohne den Staat von Israel können wir da keinen Tempel bauen und ohne Tempel haben wir keine Opfer und ohne Opfer können die Opfer nicht aufhören und können wir der Welt keinen Antichristen präsentieren, der nicht der Papst ist, weil die ganze protestantische Welt im 16., 17., 18. und 19. Jahrhundert wusste, dass der Papst der Antichrist ist. Ab dem 20. Jahrhundert ist das ein wenig anders. Die Indoktrination hat verdammt gut funktioniert. Dafür braucht man 6 Millionen Juden in Gefahr zu bringen. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr davon einer wäret, würdet ihr da nicht auch flüchten? Wahrscheinlich wohl, ne? Jeder will ja seine Haut retten. Also, versucht man hier mit diesen 6 Millionen Juden einen Druck auf das Volk auszuüben, dass sie eben diesem Ruf nach Palästina folgen. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Palästina mehr und mehr von Juden bevölkert. Nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich in noch viel größerer Menge und dann hat man im Mai 1948 den Staat Israel ausgerufen und seitdem leben die Juden da unten in einem, ich nenne es, das größte Open-Air-Konzentrationslager auf der Welt. Dass es das ist, das wird sich in der Zukunft noch beweisen. Man hat sie alle schön konzentriert an einer Stelle. Dafür steht ein Konzentrationslager, um zu sammeln. Man hat sie alle schön da unter Kontrolle. Diese 6 Millionen Juden, die in Hitlers Holocaust starben, das ist unglaublich wichtig, dass die Menschen im Verständnis begreifen, dass so viele Juden verfolgt wurden und damit kann man dann wieder diesen Zwiespalt sehen zwischen den Protestanten, hauptsächlich in Deutschland, und den Juden. Wenn ich Hass zwischen den deutschen Protestanten und den Juden sähe, dann vorkomme ich damit das Problem, was der KGB-Agent an Avro Manhattan in einem seiner Bücher gesagt hat, dass er meinte, wenn die Juden von den Protestanten lernen würden, dass Jesus Christus ihr Messias war, dann ist morgen Rom Toast. Dann gibt's Rom morgen nicht mehr. Dann hat Rom morgen kein Existenzrecht mehr, weil die Juden auf einmal Jesus Christus als ihren Messias erkennen und weil sie erkennen, dass der Papst der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Das ist furchtbar wichtig. Und natürlich will die römisch-katholische Kirche dieses Pulverfass nicht unter sich haben und sorgt dafür mit allen Aktionen im Moment dafür, dass wir seit 1948, also heute 70 Jahren, diesen Staat Israel in Palästina haben und dass wir innerhalb kürzester Zeit einen neu gebauten Tempel bekommen, in dem dann auch Opfer stattfinden werden. Und wenn da Opfer stattfinden werden, dann kann jemand kommen und einen Friedensvertrag unterzeichnen und in der Mitte der 7 Jahre, dass da unterzeichnet wird,
kann er diese Speisopfer aufhören lassen und siehe, da habt ihr euren Antichristen. Das ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche und in der Zwischenzeit ist natürlich der Papst als lachender Dritter immer dabei und lacht sich ins Fäustchen, weil er ist der biblische, historische und prophetische Antichrist, die ganze Zeit bereits. Die Juden haben damals in Deutschland sehr schön in Frieden gelebt. Und nicht nur in Deutschland, überall in Europa. In Polen, wo sie ja auch verfolgt wurden von den Deutschen, in Frankreich, in allen anderen Ländern haben die Juden wirklich gut gelebt. Jetzt kann man immer sagen von ja, aber sie haben das und das gemacht und den Beruf ausgeübt. Ich will sie ja hier auch nicht heilig sprechen, da geht es ja gar nicht drum. Aber so wenig wie sich die Deutschen fehlerfrei sprechen können, können sich die Juden fehlerfrei sprechen. Kann sich keiner fehlerfrei sprechen, weil wir sind alle geboren in Sünde und Übertretung, wie die Bibel sagt. Ja? Aber wenn ich dafür sorge, dass ich hier, wie 1919 in der New York Times erschienen in diesem Bild, dafür sorge, dass ich 6 Millionen Juden in Gefahr habe, dann kann ich aufgrund dieser Gefahr dafür sorgen, dass ich die Leute dahin treibe, wo ich sie hinhaben will. Und genau das haben sie geschafft, nämlich in den Staat Israel heutzutage. Und so hat der Antichrist, der Papst in Rom, die Möglichkeit, um seine falsche 70. Woche von Daniel neu abzuspielen und dafür zu sorgen, dass der Welt ein anderer Antichrist präsentiert wird, als der, der es wirklich ist. Und da geht's doch drum. Weil Luzifer, der Chef vom Papst ist, um das jetzt mal in ganz einfachen Worten zu sagen, oder Satan, den geht's doch nur um Anbetung. Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 14. Ja, ich such's mal eben raus in meiner deutschen Bibel hier. Mal eben schauen. Jesaja, guck, da habe ich schon das richtige Buch. 21, da lesen wir mal eben Kapitel 14, Vers 12 bis, da steht, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Ja? Es geht dem Teufel um Anbetung. Genauso wie wir das bereits in Matthäus Kapitel 4 gelesen haben. Das kennt ihr doch sicher. Jesus Christus wurde getauft. Ja? Er fing sein Ministerium an, als er 30 Jahre alt war. Und daraufhin wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt nach seiner Taufe, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Warum 40? Ja, weil die 4 auch eine sehr wichtige biblische Zahl ist. Eine Zahl der Reinigung. 40 Jahre in der Wüste, bevor sie das geheiligte Land einschreiten konnten. 400 Jahre Gefangenschaft in Ägypten. Ja? 40 Tage, die Jesus Christus hier fastet und in der Wüste ist. Und der Versucher, also der Teufel, trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben. Das tut er dreimal. Der Teufel versucht ihn dreimal zu verführen. Und dreimal sagt Jesus Christus ganz deutlich, es steht geschrieben. Er antwortet ihm mit dem Wort Gottes. Und der Teufel kann nichts anderes tun als fliehen, weil gegen das Wort Gottes kann er nichts machen. Und genauso ist das heute auch noch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes hochhalten, dass wir uns bewusst davon sind, dass das Wort Gottes unsere einzige Waffe ist, die wir gegen den Teufel haben. Die Waffe, die wir im 6. Kapitel der Epheser lernen, in dem steht, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja? Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 18. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Was sind denn die Protokolle der Weisen von Zion? Ein weiterer listiger Kunstgriff des Teufels.
denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen die Juden, die in unserer Mitte leben, die fleischlichen Menschen, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Jetzt werden 7 Waffen aufgezählt. 7, wieder eine sehr wichtige biblische Zahl, mit denen wir uns verteidigen können. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle eure feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet und mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Es ist ein Kampf, den wir führen, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Gewalten, gegen Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit und den himmlischen Regionen. Wir kämpfen gegen die Doktrin der römisch-katholischen Kirche, die mit ihrer Messe und der Feier der Transsubstantiation, das Opfer von Jesus Christus, das er vor 2000 Jahren am Kreuz von uns vollbracht hat, verneint und ableugnet und immer wieder opfert. Die römisch-katholische Kirche, die dafür sorgt, dass es heute einen Staat Israel gibt, den es biblisch nicht geben sollte, in dem ein Tempel gebaut wird, den es biblisch nicht geben sollte, weil die Bibel sagt ganz deutlich, dass Gott nicht mehr in Tempeln aus Menschenhand gehauen funktioniert oder drin wohnt, sondern er wohnt in einem jeden von uns. Unser Körper ist der Tempel. Und in diesem Tempel werden dann auch noch Opferungen vollbracht. Einfache Google-Suche kann man mal machen. Dritter Tempel, Opfervorbereitungen, da werdet ihr sehen, es steht alles schon mehr oder weniger fertig, bereit, um eingesetzt, aufgebaut und eingesetzt zu werden, da in Israel. Es wartet nur noch einen bestimmten Punkt, einen Auslöser. Was das ist und wann der kommt, das kann ich euch auch nicht sagen. Ich bin ja kein Prophet. Ich kann nur die Bibel lesen und verstehen, wie sie gemeint ist. Und die 70. Jahrwoche von Jesus Christus, von Daniels Prophezeiung, ist durch Jesus Christus damals erfüllt gewesen. Und da kann ich euch nur darauf hinweisen, auf diese 3 Videos. Und wenn ich schon mal bei Videohinweisen bin, habe ich hier noch eins. Das ist dann für diejenigen, die Englisch verstehen. Ich habe es schon mal vorher erwähnt. Hour of the Truth, also Stunde der Wahrheit, it's simply amazing. 2000 Mal angeschaut, habe ich aufgenommen, damals am 13. Juli 2016, also vor gut 2 Jahren. Hier lese ich einen Artikel von Daryl Eberhardt, den ich hier auf der Seite gefunden habe, wo wir gerade eben, seht ihr ja hier, das ist der Artikel, den ich euch gerade in Deutsch vorgelesen habe, von dem Darren Taylor, was wir gerade eben gelesen haben. Da unten dran finden wir hier von Daryl Eberhardt an Eric John Phelps gerichtet ein Newsletter, eine E-Mail. Und diese E-Mail, hier gehen wir mal ganz weit runter, die ist ganz schön lang, die habe ich in meiner Sendung Hour of the Truth, It's Simply Amazing besprochen. Und wer Englisch kann, der sollte sich das anschauen, weil hier wird auch ganz deutlich widerlegt, die Juden haben überhaupt keine Macht, außer die Macht, die Rom ihnen gibt. Und welche das ist, ja, das sehen wir anhand davon, dass wir solche Leute zum Beispiel an erster Stelle haben als Chief Executive Officer in Hollywood-Firmen, also in Filmunternehmen und solche Sachen. Da kommt alles drin vor. Das ist alles genommen aus diesem Brief, den ich da vorgelesen und analysiert habe in diesem Video Hour of the Truth, It's Simply Amazing. Schaut euch das an, wenn ihr Englisch könnt, kann ich euch nur anraten. Findet ihr in meiner Abspielliste Hour of the Truth, Episode 47, wie ihr hier seht, also das kann man ganz leicht dann
raussuchen. Man kann ja auch mal ein bisschen die Dinge selbst nachschauen. So, jetzt hatten wir hier den Krieg der Welten, die Protokolle von Zion, Daniel 9, eine Erklärung des Sakraments. Den Link habe ich ja in dem Schreiben damit bei. Dann bin ich hiermit ungefähr fertig. Dann bin ich auch hiermit fertig. Hier haben wir jetzt Stunde der Wahrheit und hier haben wir die drei Videos, die wir hier gesehen hatten. Der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Drei Teile, knapp drei Stunden. Schaut euch das an. Da gehe ich noch detaillierter drauf ein, als ich das hier in diesem Video jetzt habe machen können. Weil jetzt fahren wir in dem Text hier wieder fort. Und ich hoffe, dass ihr versteht, dass diese 6 Millionen Juden, diese Zahl, die seit 1918 durch die internationalen Zeitungen geisterte, dafür wichtig war, um dafür zu sorgen, dass man die Juden in diesen neuen Staat von Israel treiben könnte. Um dafür zu sorgen, dass die 70. Jahrwoche von Daniel eine Wiederholung wird von dem, was Jesus Christus vor 2000 Jahren getan hat, nach dem Drehbuch des Satans. Also es wird nicht genau dasselbe passieren, weil natürlich nicht, Jesus Christus geht nicht nochmal ans Kreuz, aber sie werden eine 70. Jahrwoche so vorspielen, dass wir eben den Eindruck haben, der Papst ist nicht der Antichrist. 1945, oder hast du jetzt vielleicht eine Bemerkung mal eben, Viktor, zu dem, was ich jetzt gerade eben so die letzte halbe Stunde von mir gegeben habe? Jetzt nur ganz kurz vielleicht, auch weil das vielleicht andere auch interessiert, wo genau wird das gelehrt mit dieser quasi ja Falschlehre des zukünftigen Antichristen? Also natürlich wahrscheinlich in der katholischen Schule, nehme ich mal an. In jeder Kirche. In jeder Kirche. Geh doch, also geh auch heute mal in eine protestantische Kirche und frag deinen Pastor da, frag den Pastor da, wer der Antichrist ist. Da würde ich dir sagen, das weiß ich nicht. Der Antichrist ist eine Person, die kommt irgendwann 7 Jahre bevor Jesus Christus wiederkommt. Viele denken, es ist ein Jude, andere denken, es ist ein anderer. Und dann sprechen sie von der Trübsal, die kommen wird, die 7 Jahre Trübsal. Und dann sprechen sie von der Entrückung. Dann gibt es die Entrückung vor der Trübsal, während der Trübsal, nach der Trübsal. Ne? Im Englischen ist das die Rapture, wie man das da nennt, die absolut unbiblisch ist. Da habe ich ja auch schon Videos drüber gemacht. Das kommt alles in diesen Videos von der größte Betrug seit dem Garten von Eden vor. Also, ja, alles klar. Wenn du es nicht kennst, wie wahrscheinlich auch die meisten meiner Zuschauer nicht kennst, schaut es euch an und lernt darin, da kommt das drin vor. Die zukünftige Lehre, also jetzt nochmal eben, ich nehme nochmal eben ein Bild dabei, um es eben hier im Video deutlich zu machen. Ups, das ist das Verkehrte. Warte mal. Bilder, wo haben wir das hier? Ribera, ne? Ribera war ein Jesuitenpriester, der gelebt hat zum Ende des 16. Jahrhunderts und der 1585 bis 91 ein Buch geschrieben hat. Hier sehen wir ihn auf der linken Seite, Francisco Ribera. Von 1537 bis 1591 hat er gelebt. Er war ein spanischer Jesuit und Theologe. Und der hat ein Buch geschrieben. Das ist jetzt hier in Englisch, wird das hier nochmal erklärt. Ein anderes Bild. Hier, Francisco Ribera Villacasti, das ist das Buch, das ist nur in Latein zur Verfügung, steht es nur zur Verfügung, und wenn es überhaupt irgendwo findet, wahrscheinlich nur in ausgesuchten Bibliotheken. Aus Salamanca hat er das geschrieben, IHS seht ihr hier, Jesuitensiegel ist da drin. Und er hat ein Buch geschrieben, worin er erklärt, dass der Antichrist eben eine zukünftige Person ist, weil damals, Ende des 16. Jahrhunderts, ja alle Reformatoren haben damals mit dem Finger nach Rom gewiesen und haben gesagt, der Papst ist der Antichrist. Martin Luther hat da ein Buch drüber geschrieben, gegen das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Das habe ich ja gelesen in 14 oder 15 Sendungen. Das findet ihr in der Abspielliste Luther 2017 mit integriert. Da habe ich das drin gelesen, wo Luther ganz deutlich klar macht, dass der Papst der Antichrist ist. Und ich bekomme jetzt durch ein wunderbares Gottesgeschenk, durch einen anderen Bruder in Christus, der das Buch Romanism and the Reformation übersetzen wird ins Deutsche. Und sobald ich das in Deutsch in den Fingern habe, werde ich anfangen, das hochzuladen. Das ist ein noch größerer Beweis, dass nur das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Und die Lehre von dem Francisco Rivera war die Zukunftslehre eines Antichristen. Es gibt auch noch die präteristische Lehre, dass der Antichrist in der Vergangenheit lebt. Hier kommt der Ribera in Rom übrigens aus der Kirche. Das ist ein Buch von Henry Gerton Guinness, wo das Bild drin ist. Das ist das Bild nochmal.
Hier haben wir nochmal ein Bild von dem Buch, das der Franziski Ribera geschrieben hat. Ja? Franziski Riberare Presbyteria Societatus Resu. Ja? In Commentario in Apokalypsen, Bits Johannes Apostolus Evangeliste, bla bla. Ich bin nicht gut in Latein, aber hier steht so ungefähr. Der Francisco Ribera hat hier einen Kommentar geschrieben über die Apokalypse von Johannes, dem Apostel, und hat die das Buch der Offenbarung, was ja die Apokalypse ist, hat das Buch der Offenbarung auf seine Art interpretiert, auf eben eine zukünftige Art und Weise, eben wo er die den Fingerzeig von Johannes rausnimmt, dass Rom, dass der Papst der Antichrist ist, sondern er hat eine andere. Von hier oben sieht er den Titel Franziski Riberare Villicastinensis Presbyteri Societatus Jesu Doctorisc Theologi in Sacram Beati Johannes Apostoli und so weiter und so weiter. Das ist der ganze Titel des Buches. Das kann man dann online finden. Ja, wer das lesen kann und dann auch in Latein, bitteschön. Ich kann es nicht, aber dieses Werk ist halt international anerkannt, das Werk von Francisco Ribera, den wir hier im Bild nochmal sehen. Hier steht es auch nochmal in Englisch. Er war ein jesuitischer Doktor der Theologie, geboren in Spanien, wo er begann, einen langen Kommentar zu schreiben in 1585 über das Buch der Offenbarung, getitelt, und dann steht der Titel hier, und das wurde publiziert 1590. Ein Jahr später ist er dann gestorben. Ja, natürlich sehr hilfsam, wenn derjenige, der das schreibt, ein Jahr später stirbt und nicht widerrufen kann oder sonstige Erklärungen dazu abgeben kann. Ne? Er starb 1591 im Alter von 54 Jahren und war also nicht in der Möglichkeit, seine Arbeit weiter auszubreiten oder andere Kommentare zu der Offenbarung zu schreiben. In der Absicht, um die römisch-katholische Kirche von der Ansicht, dass sie der Antichrist ist, zu entfernen, also das war die Absicht, hat Ribera vorgestellt in den ersten paar Kapiteln der Apokalypse und hat diese zugeschrieben an das alte heidnische Rom, und den Rest des Buches der Offenbarung hat er limitiert auf eine noch in der Zukunft liegende Periode von 3,5 Jahren. Weil wir sprechen ja in der Bibel über die Zeit des Antichristen, des Regierens des Antichristen von 42 Monaten, 3,5 Jahren, 1260 Jahrtagen. Ne? Das ist dieselbe Periode. Da geht es um die halbe Woche der 70. Jahrwoche. Ne? Und diese wird stattfinden, diese 3,5 Jahre werden stattfinden, direkt bevor dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Nun, das Problem ist, niemand weiß, wann Jesus Christus wiederkommt. Ne? Er hat selbst gesagt, dass es nur der Vater weiß. Kein Mensch weiß das Jahr, wann er wiederkommt, oder den Tag, wann er wiederkommt. Während dieser Zeit wird die römisch-katholische Kirche wegfallen vom Papst und in Abfall fallen. Dann, so schlägt er vor, wird der Antichrist ein einziges Individuum erscheinen und wird die Heiligen Gottes verfolgen und lästern. Er wird den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen. Er wird die christliche Religion abschaffen. Er wird Jesus Christus leugnen. Das tut der Papst ja auch. Und das wird er alles tun, bei die Juden zu empfangen. So, und wenn man das jetzt liest im Zusammenhang mit, was ich euch vorher vorgelesen habe, über die Verfolgung der Juden, dann ist doch wohl ziemlich deutlich, und ich habe ja gesprochen von Wiederaufbau eines Tempels in Jerusalem, habe ich ja alles drüber gesprochen. Seht ihr, alles hier bestätigt. Das ist eine Arbeit, die ja hier nun nicht von mir ist. Aber da kann man das ja gut drin sehen. Ich hoffe, dass das deine Frage ein wenig beantwortet, Viktor? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Schön, wenn deine Frage beantwortet ist, dann ist wahrscheinlich auch die Frage der meisten anderen beantwortet. Nur wir gehen wieder ziemlich straff auf die Stunde hin, und ich möchte jetzt sehen, dass wir das doch jetzt abschließen können und nicht zu lange über eine Stunde machen. Aber ich glaube, dass ich den Punkt, also hoffe ich zumindest, habe ich den Punkt deutlich gemacht, was ich mit den 6 Millionen Juden meinte und was ich mit der angeblichen Verfolgung der Juden meinte, wofür das nötig ist. Hast du das soweit gut verstanden, Viktor? Ja, also mir ist der Punkt auf jeden Fall doch deutlich geworden, dass auf jeden Fall wir quasi, was wir hier erleben auf der Welt, letztendlich ja alles
Theater der römisch-katholischen Kirche ist und ja, wir quasi deren Statisten, ne, sozusagen. Ja, ich beziehungsweise frage, die Juden benutzen für ihre Zwecke dann. Ja, natürlich, die Juden benutzen und missbrauchen für ihre Zwecke, genauso wie sie das mit Juden tun, wie zum Beispiel die Rothschilds, die die Hüter des Vatikanschatzes sind, um eben dafür zu sorgen, dass Antisemitismus entsteht, weil wenn die Leute, wenn die Menschen, wenn die ganzen Völker, wenn sie die Juden hassen, dann werden sie nicht dafür sorgen, dass sie die Juden zur Eifersucht ansetzen, oder? Nein, und ich denke auch nicht, dass wenn die Juden jetzt, sage ich mal, mit den Protestanten in Deutschland, sage ich mal, gut zusammenleben, dann ja, wird das ja auch ja nicht im Sinn der römischen katholischen Kirche sein. Nee, das ist eben das Pulverfass, was sie nicht kontrollieren können, wo ich auch die letzten Sendungen drüber gesprochen habe. Der Punkt ist eben, um dieses Pulverfass zu entschärfen, müssen sie dafür sorgen, dass sie Feindschaft sehen zwischen den Juden und den Protestanten. Hauptsächlich den deutschen Protestanten. Weil von den deutschen Protestanten hat die römisch-katholische Kirche am meisten Schiss. Weil die haben ja am meisten wehgetan in der Vergangenheit. Die Deutschen haben Rom immer am meisten wehgetan. Ja? Man darf ja nicht vergessen, das Römische Reich hat sich damals ja auch komischerweise nur bis zum Rhein ausbreiten können. Ne? Über den Rhein sind sie nicht rübergekommen. Da haben sie nämlich von den Germanen auf die Socken gekriegt. Ja? Und das hat alles seinen historischen Hintergrund. Die Römer haben von den Deutschen unglaublichen Bammel. Und deswegen müssen sie dafür sorgen, dass sie Deutschland auslöschen. Und dafür gebrauchen sie alle möglichen Tricks. Dafür gebrauchen sie einen sogenannten Morgentauplan. Dafür gebrauchen sie die Indoktrination des Holocausts in die Köpfe der heranwachsenden deutschen Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg, um dafür zu sorgen, dass eine Feindschaft zwischen den Protestanten und den Juden entsteht. Und dann sorgen sie noch mittels des Ökumenismus dafür, dass der Protestantismus auch nichts mehr wert ist. Ja? Genau. Ich wollte nur fragen, ob du es gut verstanden hast, Victor, weil wenn ich es so erklärt habe, dass du es gut verstanden hast, dann haben es auch meine Zuschauer verstanden. Und ich will ja mich hier nicht in endlose Tiraden begeben, weil ich könnte da stundenlang drüber diskutieren, aber dann wiederhole ich mich hier und da auch und wir wollen das ja innerhalb etwas von über einer Stunde jetzt abgeschlossen haben. Deswegen wollte ich nur wissen, ob du es soweit verstanden hast. Dann lese ich jetzt mit deinem Einverständnis eben den Rest des Artikels durch, okay? Ja, sehr gerne. Gut. Also 1945, fährt der Artikel hier fort, befand sich Deutschland in Trümmern, wurde von fremden Armeen besetzt und war jahrzehntelang ein geteiltes Land, von dem die eine Hälfte unter sowjetischer Tyrannei lebte. Großbritannien behandelte seine Juden im 19. Jahrhundert unter Königin Victoria gut. Unter ihrer Herrschaft wuchs Großbritanniens Macht kontinuierlich. Nun, was ist denn schiefgelaufen? Während des Ersten Weltkrieges wurde das Gewehrpulver der britischen Marinegeschütze knapp. Winston Churchill, der damals First Lord of the Admiralty war, suchte die Hilfe eines brillanten jüdischen Wissenschaftlers, Chaim Weizmann. Und wir lesen eben zur Erklärung, was ist ein Lord of the Admiralty? Die Lords Commissioners waren immer eine Mischung aus Admirälen, bekannt als Naval Lords oder Sea Lords und Civil Lords. Normalerweise waren dies Politiker. Das Kollegium bestand aus zwei Kommissaren und einem Sekretär. Der Präsident des Gremiums war bekannt als der erste Lord der Admiralität, der ein Mitglied des Kabinetts war. Das war Churchill im Ersten Weltkrieg, der dann im Zweiten Weltkrieg Premierminister von England war. Weizmann produzierte 30.000 Tonnen synthetisches Aceton, um den Briten die Herstellung von Korditpulver zu ermöglichen. Alles, was Weizmann als Gegenleistung für seine Dienste verlangte, eine Hand wäscht die andere, war eine Heimat für sein Volk. Trotz der Zusicherung, nochmal eben ein anderes Bild gebrauchen hier, wir sind immer noch in der Lesung dieses Kapitels, trotz der Zusicherung seiner Heimat für die Juden in Palästina in der Balfour-Erklärung von 1917, teilten die Briten das Land nicht auf, nachdem sie die Kontrolle über Palästina von den Türken übernommen hatten. Ja, die Briten hatten zusammen mit Frankreich am Ende des Ersten Weltkrieges das Osmanische Reich zerschlagen. Da hätten sie den Juden bereits ihren Staat geben können. Aber sie mussten ja erst dafür sorgen, dass diese Hetze mit den 6 Millionen Juden in Gefahren, dass diese Saat Zeit hat aufzugehen. Ja?
In den späten 30er Jahren, als Hitlers Krieg gegen die Juden eskalierte, plädierten die Juden für die Einreise nach Palästina. Wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass Hitler eine Puppe der römisch-katholischen Kirche war, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Hitlers Krieg gegen die Juden, warum? Um dafür zu sorgen, dass Feindschaft gesät wird zwischen den Protestanten auf der einen und den Juden auf der anderen Seite. Weil Hitler war kein Protestant. Hitler kam aus Österreich, um dafür zu sorgen, was man in anderen Werken um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert nachlesen kann, dafür zu sorgen, dass, wie Papst Leo der 13. dem Kaiser erklärt hatte, Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche wird. Weil die römisch-katholische Kirche im preußengeleiteten, protestantisch geleiteten Deutschland nichts zu sagen hatte und sie die Macht wieder an sich reißen wollte, dafür mussten sie einen Mann aus dem Süden, aus Österreich in diesem Fall nehmen, Hitler war Österreicher, der dann die römische katholische Politik in Berlin vertreten hat. Genau das haben sie geschafft mit Adolf Hitler. Ja? Hitlers Krieg gegen die Juden eskalierte und hat dafür gesorgt, dass diese verfolgten Juden dann eben bereit waren, nach Palästina zu gehen, damit der Antichrist, der wirkliche, das Papsttum, da seine Pläne für die 70. Woche später aufbauen kann. Also, in den späten 30er Jahren, als Hitlers Krieg gegen die Juden eskalierte, plädierten die Juden für die Einreise nach Palästina. Die Briten ignorierten ihre Bitten. Im Mai 1948, lange nach der Balfour-Erklärung 1917, nämlich 31 Jahre später, und nach schrecklichen Leiden durch die Nazis, gelangten die Juden schließlich zu ihrer Heimat. Genau wie sie vorher 40 Jahre in der Wüste mehr oder weniger gelitten haben, bevor sie in das Heilige Land gehen durften, mussten sie auch jetzt wieder eine Durststrecke überwinden, bevor die Briten ihnen dann gnädigerweise die Türen in Palästina geöffnet haben. Aber wie wir gelernt haben während meiner Buchlesung, die verborgene Geschichte der Jesuiten, da habe ich ja zwei Lesungen mit reingenommen aus das wahre Odessa, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, die unerwünschte Einwanderung. Alle Staaten dieser Welt haben dafür gesorgt, dass während der Judenverfolgung in den 30er und 40er Jahren die Juden überall nicht willkommen waren und nicht einwandern durften. Warum? Weil sie nach Palästina auswandern sollen, weil sie einen Staat Israel gründen sollen, in dem Francisco Ribera 1591 bereits geschrieben hat, dann ein Tempel entstehen soll, in dem wieder die Opfer stattfinden, in der ein Antichrist präsentiert werden kann, der 3,5 Jahre vor der Niederkunft Jesu Christi erscheint und dann die Opfer aufhören lassen kann. Das ist die Agenda, meine Lieben. Und das ist der Grund, warum wir Deutschen mit dieser Last des Holocaust belastet werden. Und mit dieser Politik, dieser antijüdischen Politik. Und wisst ihr, was das Schrecklichste ist, finde ich persönlich, in dieser ganzen Sache? Dass diese Saat bei den meisten Deutschen auch noch aufgeht. Weil wenn ich mir manche Kommentare durchlese und den Judenhass darin lese, dann kann ich nur darin verzweifeln, wie fantastisch gut die römisch-katholische Kirche und die Jesuiten es geschafft haben, die Deutschen und viele andere davon zu überzeugen, dass Antisemitismus gut ist, dass man ja gegen die Juden vorgehen soll. Und in Amerika gibt es so viele Israel-unterstützende Gesellschaften und Komitees, das kann ich gar nicht alles aufzählen. Und in Deutschland gibt es den Zentralrat der Juden, der Israel unterstützt und. Alles nur dafür da, um dafür zu sorgen, dass die Welt einen anderen Antichristen akzeptiert als den Papst. Und das ist noch viel schlimmer, wer die 70. Jahrwochenerfüllung von Jesus Christus vor 2000 Jahren leugnet, der leugnet, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist und für unsere Sünden gestorben ist. Das heißt, man wird auch einen anderen Jesus Christus akzeptieren. Und das hat Jesus Christus selbst gesagt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr habt mich nicht akzeptiert. Ein anderer wird kommen in seinem Namen und ihn werdet ihr annehmen. Und genau das ist
die römisch-katholische Kirche und jesuitische Politik, die genau darauf hinarbeitet, auf nichts anderes, auf eine falsche Wiedererfüllung der vor 2000 Jahren korrekt passierten Erfüllung der Prophezeiung von Daniel aus Kapitel 9 über die 70. Jahrwoche. Und die Akzeptanz, die biblische, historische und prophetische Akzeptanz, dass das Papsttum und nur das Papsttum der biblische, biblische, historische und prophetische Antichrist ist und niemand anders. Und die römisch-katholische Kirche spielt dieses Theater, um davon wegzuweisen und sich selbst als Christus und Erlöser der Welt zu präsentieren. Und was anderes tut Papst Franziskus doch nirgendwo. Überall, wo der auftritt, wird er doch schon als Führer der Völker und Herrscher der Welt und alles akzeptiert. Schaut euch doch nur mal den neuen Film von ihm an. Papst Franziskus, ein Mann der Wahrheit. Welcher Wahrheit? Abschließende Bemerkungen, Viktor? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lasse das gerade auch nochmal so auf mich wirken, weil das hast du doch, finde ich, sehr gut alles aufgeschlüsselt und mal dargelegt, so wie sich das wirklich abspielt. Ja, ich sage an der Stelle nur vielen Dank dafür und ich denke, dann haben wir das Kapitel doch noch jetzt auch zu Ende besprochen und gelesen mit dem Anhang. Und ich sag dann, ja, bis zum nächsten Mal zu Kapitel 3. Vielen Dank für alles und tschüss. Ja, vielen Dank dafür, dass du dabei warst, Viktor. Und ich hoffe auch, dass die Leute es verstanden haben, was ich ihnen mit diesen 5 Sendungen in total jetzt über 5 Stunden nur über die Protokolle von Zion versucht habe mitzuteilen. Und nicht vergessen, wir sind noch im zweiten Kapitel eines Buches, das 12 Kapitel hat. Und ihr seht, wie viel Sprengstoff in den ersten beiden Kapiteln, getitelt das erste Jesuiten, Juden und Freimaurer und das zweite, die Jesuiten und die Protokolle von Zion, wie viel Sprengstoff darin bereits enthalten war. Und ich kann euch versichern, die nächsten Kapitel haben nicht weniger Sprengstoff als das. Aber das, was wir heute hoffentlich deutlich gemacht haben, ist ein Drops, der mal in Ruhe gelutscht werden muss. Da muss man nachdenken und seine eigenen Studien nochmal drüber anfangen und vor allen Dingen in der Bibel anfangen. Und wenn ich von Maximilian das Buch Romanism and the Reformation, also Romanismus und die Reformation von Henry Grattan Guinness übersetzt bekomme und Leute, die die Lesung folgen, die dürften da keine Frage mehr drüber haben. Ich meine, die sollten normalerweise jetzt auch schon keine Frage mehr drüber haben, aber man ist ja ein Leben lang von genau dem indoktriniert gewesen, das gegenüber dem ist, was ich gerade heute erzählt habe. Und es ist nicht leicht, zur Wahrheit zu kommen und die Wahrheit zu akzeptieren. Aber jetzt habt ihr vielleicht endlich mal eine Sicht darauf und versteht ihr, wie und warum die Welt so ist, wie sie im Augenblick ist. Und lasst euch nicht ablenken von der Unterhaltungspolitik der Jesuiten, vom Fernsehen, von Sportveranstaltungen, von elektronischen Spielen auf dem Computer, auf Spielekonsolen, Hollywoodfilmen, Fernsehserien. All diese Ablenkung ist nur dafür da, dass ihr euch nicht mit dem wahren Wort Gottes beschäftigt, mit der Bibel. Und sie studiert und versteht, wo ihr herkommt, warum ihr hier seid und wo ihr hingeht, wer der Gute ist und wer der Schlechte ist. Satan ist verwandelt in ein Engel des Lichts. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.